Auf jeden Fall ist es völlig crazy. Wenn wir es heute schaffen sollten, hier einen Burrito zu zaubern, dann bin ich begeistert. Wir müssen aber vorweg auch schon sagen, dadurch, dass es hier auch teilweise blitzt und donnert, es kann sein, dass wir abbrechen müssen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir ziehen auf jeden Fall durch mit euch. Gibt bestimmt einige, die gerade mitgehen und die gesagt haben, egal. Ich auf jeden Fall raus und mach das. Aber wir haben uns geschworen, wir ziehen durch. Also ziehen wir auch durch, solange es nicht lebensgefährlich wird. Wobei man sagen muss, wir haben tatsächlich eben ungefähr vor 5 Minuten gesagt, okay, wir müssen den Stream abbrechen. Ja. Und dann haben wir uns wieder gefangen und haben gesagt, ach, egal, im Zweifel seid ihr halt dabei, wenn wir ihn abbrechen. Im Zweifel sind wir dabei, wenn wir versterben. Ah, ich hab mich gerade so angeguckt, als hätte er noch nie davon gehört, dass man das so machen kann. Ich koche grundsätzlich nur mit dem Thermomix. Ich mache das hier in Ruhe, ihr macht da vorne. Tara. Das wissen die Jungs nicht, aber für diesen Satz habe ich sehr, sehr viel Geld vom Thermomix angeboten bekommen. Und 100 ich Gramm. Einfach ausgenutzt. 100 Gramm Wasser, wie misst man das denn jetzt ab, wenn ich das Ding rausnehme? Das macht naja, du Sinn. Kannst da, du hast ja eine Waage drin und die sagt jetzt, wenn du den rausnimmst, guck mal, du machst hier auf Tara, ich erkläre dir das, mein Junge. Okay. Auf Tara machst du. Also jetzt das haben wir hier 0 Gramm drin. Jetzt ich wusste nicht, dass man mit dem Ding auch so scheitern kann. Ein bisschen rumprobieren müssen wir schon. Das geht heute in der Hose, ich schwör's dir. Fast 100 Gramm, wir machen ein bisschen wieder raus. Ich weiß nur eins, es ist wie folgt. Ich wusste nicht, der Thermomix macht nämlich Spaß, weil er einfach für gute Laune sorgt. Weil es ist ein Küchengerät, was man ganz einfach bedienen kann, aber wir können es nicht. Also ich kann auf jeden Fall schätzen, das habe ich gerade gelernt. Was machst du denn da? Ich messe hier 100 Gramm Wasser. Das ist das Problem. Du, da steht nicht 100 Gramm, da steht 1000. Hier, guck dir das doch mal lieber an, wie geil dieses Smoky Whisky aussieht. Das ist kein... So, komm, ich komm auch mal näher ran. Oh, guck mal, wie gut die aussieht. Ah, ja, ja. Leute. Oh yeah, baby. Eieiei. Kopfschlag ein, Alter. Wir brauchen für dieses Rezept exakt 8 Streifen Bacon. Mhm. Wie viele haben wir? Weiß ich nicht, 6, 7? Egal, 8. Gib her. Das kommt das nicht gibt's weg. Nein, Spaß, wir brauchen nicht 8. Das kommt nicht weg. Ich mag das nicht, wenn man das Ich habe extra ein paar Streifen zu viel genommen. Ja, das ist doch gut so. Wegen Schwund. Ich habe gedacht, wenn ihr das macht, haben wir ein Riesenproblem heute. Ich frage mich auch immer, wo du so geile Messer hackst. Nein, Spaß. Jetzt hören wir mal auf, jetzt reicht's langsam. So, heute kein Placement mehr. Ist das sind so. Messer von uns. So. Habe ich gemacht. Perfekt. Kann ich noch was schnibbeln? Ja, und zwar brauchen wir eine Zwiebel und die in schön dünne Ringe. Gehen auch Halbringe? Halbringe sind super. Okay, da war ich. Dünn. Ich mache jetzt eine Zwiebel in dünne Halbringe. Ich guck mal an. Hauchdünn. Das ist ja auch ein Stück weit meditativ, was jetzt hier gerade passiert. Denn jeder weiß, bei uns gibt es die wahre Zwiebelliebe. Wer denkt, dass das bei den Sauerländern ist, der glaubt auch an Marketing-Tricks. Genau. Okay, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Salz drin. Wir braten hier gerade die. Guck mal, es riecht immer so geil, ne? Super. Im Baconfett angebratene Zwiebeln. Geil. Ein bisschen Salz Öl. Rein. Ja, Öl haben wir. So, wir brauchen jetzt, wenn wer Bock hat. Denk mal, du musst nicht so schreien. Achso, ja, stimmt. Du redest nicht hier in dein Mikro. Wer Bock hat, darf jetzt gerne die Jalapenos in dünne Streifen schneiden und reinhauen oder aus dem Glas auch reinhauen. Macht das nicht zu lange. Wir sollen nur so ein bisschen anknuspern, ein bisschen Hitze kriegen. Ich liebe den Chat. Wir haben vergessen, also mit wir meine ich Hannes, Jalapenos zu besorgen. Bist du dir sicher? Warte mal, ich gucke mal kurz. Ach so. Warte mal, das sind sogar selbst eingelegte. Das hat aber einen anderen Grund, dass Julian davon stimmt, Julian verschärft das aufs Klo rennen muss. Ein bisschen Mais mit reinmachen, finde ich auch gar nicht so schlecht die Idee. Dann kannst du mir Knoblauch in so feine Scheiben schneiden jetzt. In Scheiben oder Würfel? In Scheiben ruhig. Oh, gut, mach ich. Und apropos Knoblauch, wenn ihr diesen Schritt noch nicht gemacht habt, den ich jetzt gemacht habe. Der Knoblauch, der hätte reingemusst, bevor die Brühe drin ist. Ich kann euch eine wahre Geschichte erzählen tatsächlich. Ich habe früher im Außendienst gearbeitet, habe auch früher dann selber aktiv verkauft draußen und aber auch irgendwann ein Team gehabt, die verkauft haben. Es war auch sehr lustig, die Zeit. Dann hat man ja Menschen erklärt, du warst ja auch da drin. Ja, das stimmt. Ich habe damals dich eingestellt mit. Ja. Wirklich, kein Scherz. Also ist eine wahre Geschichte. Story ist auf jeden Fall auch witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, nee, aber wir haben beide ja im Vertrieb das gemacht und dann ist es so gekommen, dass wir uns über einen Videodreh kennengelernt haben, weil mein alter Arbeitgeber hat Leute gesucht, die sich vor die Kamera stellen und sagen, wie ist so der Betrieb, wie ist so das Betriebsklima, und da war Alex Kameramann. Richtig. Und das war auch kein Film von wegen, wer hat da Bock drauf und wird dazu gezwungen, sondern es war nur, wer hat da Bock drauf. Ich habe meine alte Arbeit tatsächlich sehr gerne. Ich mach das weg. Ja, ich weiß, ich habe gerade gesehen, das Etikett dieser Fehler, der ist mir schon mal passiert. Und dann ist es so gekommen, dass Alex und ich mehr Kontakt hatten und hieß es, komm, wir machen das mal gemeinsam. Dann habe ich ihn eingestellt und dann... Achso, weil wir, Und dann war das halt so. Bei der Vertriebsführer war. Ja, und was ich aber anders sagen wollte ist, ich habe
früher im Vertrieb immer so teilweise ein bisschen freakige Schuhe angehabt. Und da war ich bei einem Kunden und da hat er mich gefragt, was das für Schuhe sind. Und da habe ich zu ihm gesagt, passen Sie auf, das sind die Vertriebsschuhe. Wenn die ihr Haus betreten und wieder rausgehen, haben die Umsatz gemacht. Und zwar reichlich. Und danach hat er bei mir richtig gut Umsatz gemacht. Das war klasse. Und seitdem hatte ich Vertriebsschuhe an. Also ich habe jetzt nur noch eine Vertriebsbrille und die mache ich bewusst, sage ich euch Bescheid, wenn es soweit ist. Hui, der Zoom ist bald hier bei diesem Objektiv kaputt. Wir brauchen die auch schön knusprig und nicht zu trocken, ne? Achso, ja. Die hab ich vergessen. Ja, macht ja nichts. Sag Bescheid, wenn du einen Bolzenschneider brauchst. So, was soll ich hier? Hier halte ich nur warm, alles gut. Du kannst gleich mal. Das ist das was wir sehen wollen, warm halten. Die haben wir jetzt vorhin frisch zubereitet. Das war ein Riesenaufwand. Alleine, dass wir die in dieser ja, ganz genau daher. Und ich sag's euch, wie es ist, Leute, dass man, also das braucht 10 Jahre Erfahrung, bis ihr die alle so hinbekommt, in der Perfektion. Und da haben wir uns dann gesagt, wenden wir uns an die Firma Gut und Günstig. So, guck mal hier. Das ist das Gute an der Marinade, die verbrennt nicht so leicht. Muss man ja auch mal so sehen, ne? Das sind ja alles Lichterloh. Mach mal. Kann ich? Ist auch heiß. Puh, ist wirklich zu heiß fast. Guck mal, ist juicy? Yes, sir. Guck mal hier. Leute. Dieses Huhn ist immer unverschämt saftig, ne? Richtig gut. Lass das nochmal im Stück, dass sie nicht alle kalt werden, weil das reicht erst noch für den ersten. Die gesellen sich jetzt. Genau, der ist für dich, den probierst wirklich du gleich. Die gesellen sich jetzt auf ein Bett von Lemon-Reis mit Koriander. Oh Baby, das wird so lecker. Hannes, hast du das drauf? Nee, habe ich nicht drauf. Gut. Weil es soll ja auch jemanden hungrig machen. Verstehst du das? Überhaupt nicht im Close-Up, sondern einfach von ganz weit weg. Ja, warte, so. So, warte mal. Wir so machen das mal hier. So habe ich es drauf. Nee, mach so. Das Belegen ist so ein bisschen, wie man Bock hat, ne? Also du musst da keine Tomate drauf machen, wenn du nicht willst. Aber was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall Parmesan. Das gibt nochmal einen richtigen Kick, Alter. Weil yes, Parmesan baby. Ist Umami-Geschmack. Oh ja. Aber es geht darum, der muss hier. Der muss hier richtig so. Alex das macht das Sport, Problem. Rutschanlage, der Clip ist da. Vielen Dank das an der Stelle. Das Problem ist halt wirklich, dass er schon ein bisschen hart geworden ist. Ich möchte einen anderen. Wieso? Schneid mal einmal Mittelschnitt. So. Ich kann ja auch einen neuen machen. Dann machen, nehmen wir einen. Nein, wo wir, jetzt ist hier erstmal. Ja, der. Aber ich probiere den auf jeden Fall. Der wird richtig geil machen. Alter, guckst du dir an, oh Gott. Genau so, Leute. Oh, geil. Ich freue mich da so drauf. Das wird richtig gut, Mann. Außer Geschmack ist alles dran. Alles dran, außer Geschmack. Gut, ne? Alles dran, außer Geschmack. Ich bin auch skeptisch. Geil, ne? Weil die Jungs haben auch in der Chat hat auch gesagt, nicht so viel Zest und so, aber der soll ja ein bisschen Power haben. Der soll es ja auch schmecken. Großartig. Kannst du gleich nochmal einwickeln, Alex, ohne diese grüne Matsche davor? Nee, wir machen es mit, Hannes. Ich mag das auch nicht. Ich mach's ohne. Mensch, mach doch einfach mit. Ich mach's nur ohne, Julian. Oh, Julian, du mit deiner scheiß Kack-Avocado hier. Kein Mensch will eine Avocado. Die Avocado ist unter dem Gemüse auch der Wassersünder. So, für Corby noch einen und dann brauche ich aber auch noch mal einen. Ich habe ja nur einen halben gehabt bisher. Geht so nicht. Oh, der Reis ist auch geil. Geil, ja. Und da ist noch Jalapeno drin, mir so für ein bisschen Power. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss und gehe gleich rein und werde gleich den Knopf drücken. Jetzt raiden, wenn da noch so 5-4 Sekunden sind, dann müsst ihr den Danke, hier, Johannes. Tschüss gesagt Danke, haben. Johannes. Das hast du gut gemacht. Ich möchte auch noch mal sagen, Applaus für Alex, der sich dieses Rezept ausgedacht hat. Das war sein Herzenswunsch, hier einen Burrito zu machen. Ihr Lieben, bleibt artig, ne? Bleibt gesund, bleibt artig.